Hallo, meine lieben Sternbürger. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Heute gehen wir auf Höhlenerkundungstour. Ja. So. Machen wir uns erstmal die Ausrüstung fertig. Erstmal anequippen. Tauschen wir die Rüstung aus. Denn in Höhlen kann man auch ganz gut minern. Also FPS-Mining. Hier. Ja. Und dafür bräuchten wir eine andere Rüstung. Ne? Und dann nehmen wir mal die Arrow-Dingens da, ne? War das da, oder? Hier? Ja, das ist. Die wir gekriegt haben hier bei Dings, ne? Nee, nur die. War da kein Name bei. Dann nehmen wir das hier, ne? Und das da, blau? Ja, nehmen wir blau hier, ne? Würde ich sagen. Brauchen wir hier eh ein bisschen Rucksack und so, ne? Lass ich den oder nehme ich das ist der andere, den wir gekriegt haben hier, glaube ich. Gelb. Avenger. Ein Rot vielleicht. Dann nehmen wir den blauen hier, ne? Okay. Oder doch lieber den? Ja. Immer so. Jetzt wieder Medpens ausrüsten und Oxypen. Weil in der Höhle haben wir ja keinen Sauerstoff, ne? Zumindest auf den Monden nicht. Ja. Mit 315 werden wir noch mehr Ausrüsten haben. Gegebenenfalls. Andere Medis. Auf jeden Fall der Fälle. Und dann brauchen wir auch das Multitool für das Mining. So. Oh, Messer haben wir auch. Noch? Ja. So, dann bauen wir noch das Hotend an. zu meinen. Oh ja. Meinigen. Was ist das? Habe ich da gedrückt? Das Mining Attachment. Baust du? Ja. Das habe ich noch nie gebraucht, hier den Schneider. Traktorbeam. Ja. Kann ganz nützlich sein, aber heute brauchen wir das Mining Tool. Ne? Haben wir das. Wer schubt hier? Ja. Schnappen wir uns unsere Pisces. Ne? Und ab geht es. So. Ja. So.
nur die C8X, ne? C8X ist gut. Oder jemand anderes? Nee. Na komm. B4. Okay. So. Dann gehen wir mal los. Einmal Fahrstuhl bitte. Da ist er auch schon. Bett 4. Da ist es. Rein ins Schiff und ab dafür. Habe ich alles? Temperaturen passen auch von dem Ding, denke ich mal. Auf der immer kann es ja, oder war es zumindest früher mal so, dass es richtig heiß geworden ist. War schon lange keiner, würde ich mir. Aber heute für euch mache ich das mal wieder. Ne? So, Triebwerk rein. Kurs setzen. Ich würde sagen, wir gehen dann heute mal auch nach Dema, ne? Take off complete. So, Fahrwerk rein. Landing gear raised. Ui, 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 ja. Okay. Quantum Drive. No. Thank you. Oh, please visit again. Engage. Also in Höhen kann man viel Meilen gehen oder halt die Leute suchen. Bin mal gespannt, ob mit 315 da noch was Neues dazukommt in den Höhen. Vielleicht kann man die dann retten oder so. Ne? Könnte ja sein. Ne? Ein paar neue Missionen sollen kommen. Schauen wir mal. Ja, morgen ist übrigens CitizenCon. So, wenn ihr das Video an dem Tag seht, wo es rausgekommen ist. Ne? Laut Plan, zumindest so, ne? Ja. Und go. Bin ich mal echt gespannt, was da auf uns zukommt.
So, jetzt suchen wir uns mal so eine Mission raus. No? Wo wir einen finden müssen. Da finden sich die Höhlen leichter. Und es gibt halt die extra Money, wenn du denjenigen Verschollenen findest. No? Und dazu müssen wir jetzt mal hier in den Investigation gehen. Da haben wir schon einen. Demo Cave, ja. Dann schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Am besten. Wo müssen wir da hin? Da drüben ist es. Okay. Können wir jetzt direkt versuchen, ihn zu fliegen, oder? Ja. Machen wir das so. Vielleicht. Oh. Vollgas! Springen können wir es leider nicht. Naja. Wir haben ja schließlich über 1000 Meter pro Sekunde drauf. Kriegen wir schon hin, nur die 5 Minuten da. Oder? Ne? Ja. 1149 Meter pro Sekunde. Da sitzen nur noch 140 Kilometer. Ja, was haben wir sonst noch? Also es könnte jetzt auch wieder ein Zweiteiler werden. Ne? Das dauert ja alles auch ein bisschen seine Zeit. Wenn ich gucke, haben wir jetzt schon wieder eine gute Viertelstunde rum. Die Zeit verrennt aber so. Ja. Machen wir das ein bisschen langsamer hier, dass wir da nicht im Boden crashen. Ne? Schon mal langsam abbremsen. Als Starterschiffe finde ich das echt gut hier, die Pisces. Du kannst einsteigen, kannst Zeugs transportieren, Personen transportieren. Ist nicht zu groß, kommst sogar an die großen Höhlen rein. Also jetzt nicht in die kleinen Fußläufigen. Aber wenn die eine bei Codero-Ohr kannst du reinfliegen. Das Ding passt auch in C2 rein. In die, ne? Herkules. Kannst du von so 2 oder 3 reinstecken. Mit der Herkules transportieren quasi. Ist schon ganz nice. So, 23 Kilometer höher. So. Tendenz fällt.
dass es sparsam bei uns so dahin döselt, wie wir das jetzt tun. Kriegen wir auch wieder zu Treibstoff den Hydrogen rein, ne? Über den Ramschub oder Bussard-Kollektoren, würde man bei Star Trek sagen, ne? Ja. Also nettes kleines Shuttle. Eigentlich. Ja. Ich mag das Ding. Deshalb habe ich ja damals auch abgegradet auf die Pisces von der Aurora. Hat zwar die 3 Monate zusätzlich eingebüßt dadurch, dass ich das nicht von Anfang an genommen habe. Weil die Aurora hat nur 3 Monate, die Pisces 6 Monate Insurance, wenn das Spiel mal live geht. Ne? Also, ne? Wenn ihr die haben wollt, für echt Geld, dann nehmt sie gleich nicht upgraden von der Aurora. Ne? Ja. Die Aurora ist auch kein schlechtes Starterschiff, davon abgesehen, aber, ne? Hier hast du halt eine Kabine, eine richtige. Kannst noch 2 Leute mitnehmen. Bei der Aurora maximal 1 im Bett oder so, ne? Bei der Mustang gar keinen. So, da müsste die Höhle jetzt hier sein, ne? Der Marker ist weggegangen. Muss ich mal gucken, wo genau das jetzt ist. Ja, irgendwo hier. Ich würde sagen, nach vorne, geradezu noch, ne? Aber ich gucke sich erstmal über mal hier unten bei den Steinen da rum. Ne? Ja. Nicht, dass ich dran vorbeifliege. Früher blieb der Marker, bis man in die Höhle rein ist. Jetzt ist er weg. Ist natürlich. Naja. Na, das da vorne müsste sein, oder? Ist gerade ein bisschen windig und staubig hier. Sieht man ein bisschen schlecht, aber. Ja, Licht hilft vielleicht, ja. Das ist es wohl. So, muss ein bisschen zum Runtergehen. Zum Landen. Schön in der Nähe, vielleicht. Das sah gerade ein bisschen cool aus. So wie mit der Sonne und so. Ja, Flanken konzentrieren. Da unten geht's rein, ja. Kriegen wir das Ding hier hingepackt? Hier so, ne? Ja, noch ein Stück. So, jetzt. Dann steigen wir mal aus. Sicherstellen, dass ihr euren Helm habt und dann geht's los.
Ja, mal zu. So, da links, wo die Lämpchen stehen. Zack. So. Ja, wir brauchen Lämpchen, sind noch mal Lämpchen an, ne? So. Also nicht wundern, dass ich hier rumgucke. Ich suche uns was zum Meinen, ne? Damit sich das auch wirklich lohnt. Weil für 4000 UEC nur die Verschollenen finden, ist ein bisschen wenig. Aber da haben wir schon den ersten. Mal gucken, was haben wir da? Was haben wir da? Aphorite. So wie das heißt. Den nehmen wir doch mit, ne? Oh, Leistung hochdrehen. Ist quasi wie beim Raumschiff Mining. Ihr müsst da links den Pfeil zwischen die zwei Balken kriegen und dort halten. Erstmal hoch, volle Pulle oder so, und dann, wenn ihr da seid, runter. Dazwischen versuchen zu halten. Gerade so eine Winde hat da auch sehr viel Instabilität drin. Also das Grüne, Aphorite und Hardenite haben mal rote Streifen. Dolle Winde hat grüne Streifen an den Steinen. Ne? Die kann erkennt man dann sofort. So, jetzt haben wir mal den Grammar ein hier, ne? Zack. Nächste. Nicht equippen, nicht inspekten, einstecken. Ja. Diese kleinen Steinchen sind ganz gut was wert, sage ich mal, ne? Deswegen immer schön mitnehmen, den Kram. Natürlich seid ihr schneller durch, wenn ihr das nicht macht, aber ne? Warum soll man das Geld auf der Straße liegen lassen? Oder in der Höhle? Da ist noch einer. Ich glaube, das war's. Ne? Da habe ich deine. Ich drücke da mal mit F, ne? Dann sieht man die schon schön. Die verteilen sich gerne mal ein bisschen. Ne? Manchmal glitschen sie in den Stein. Das ist dann ärgerlich, aber naja. Man kann nicht alles haben. Das war's dann, glaube ich. So, ne? Nächster Stein. Gehen wir ein Stück weiter. Ne? Hier ist nichts mehr. Hier das Grünzeug. Das Moos da, was das ist, das könnt ihr auch mitnehmen. Das ist aber nicht viel wert. Kann man zur Not mitnehmen, wenn nichts anderes mehr da ist. Wenn da andere Leute noch mit dabei waren oder so. Ne? In der Höhle, wenn nichts mehr abzumeinern ist. Dann kann man auch hier das Moos und die Fledermauskacke einsammeln. Hier ist nichts hier. Oder? Nee, nee, nee. Oh, da ist was. Also, es sind schön umrandet, ne? Wenn ihr drauf zielt. Das leuchtet meine Lampe so hell, dass ich gar nicht sehe, was das ist.
nicht aus. So, jetzt gucke ich nochmal. Hat er nein. Gut, der Tropa, das wollen wir. Auch schön die Energie auf Steinchen los. So. Jetzt langsam wieder runter, nicht zu schnell. Die Möglichkeit, dass man immer so im Unterrand dran bleibt, wenn es dann doch mal nach oben steigt, dann ja, hat man ein kleines bisschen Puffer, bevor man überlädt. Wenn er überlebt, macht er Bumm. Seid ihr verletzt oder tot? Da muss euch jemand retten kommen. In 3.15. So, stecken wir das Ding wieder weg hier. Und sammeln den Kram ein. Ja, ja, haben wir noch mehr? Da ist auch noch was? Oder war es das? War es das schon? Waren jetzt nicht so viele drin? Hm. Oh, warte mal, hier ist. Das ist das. Nee, die Kracke. Aber das da ist noch einer. So. Ja, da hinten? Das. Da ist noch was. So. So, weiter geht's. Ja? Wenn jetzt hier nichts mehr ist. Ist da noch einer? Nö. Nö, nö. Okay. Da liegt auch nichts mehr. Sehr schön. Weiter. Habe ich noch Sauerstoff? Ja, sieht gut aus. Glaube ich. Ja? Wenn man hier rumtrüdelt, muss man natürlich auch darauf achten, dass man genug Sauerstoff hat. Hier unten links wieder Full, Hälfte Full, 35,5 Grad. Futter trinken sind auch noch voll. Alles gut. Und deshalb auch immer die Oxypens mitnehmen, wenn ihr in Höhen geht. Falls es doch mal ein bisschen eng wird mit Sauerstoff, dann drückt ihr euch dann so ein Ding rein. Ja, muss man doch auch irgendwo sehen, da. Ja, O2-Tank, ne? Ist das, glaube ich. Südoxygen und O2-Tank. Ja, beides voll. 1 Stunde 18 Minuten haben wir noch. Können wir noch ein bisschen weiter trödeln. Also meinen. Ja. Die Höhle schön erforschen hier. Da ist nichts. Noch nicht. Gegebenenfalls wird da später mal was zum Looten sein.
In der 3.15. Aber die kommt wahrscheinlich erst Ende Oktober, würde ich meinen. No? Im November müssten wir die IAE haben, glaube ich. Oder Dezember. Dann kriegen wir auch den nächsten 15X-Patch, denke ich mal, also 15.1 oder so. Mit den Schiffen, die noch fehlen, die nicht gleich mit der 3.15 kommen. So. Okay, hier war nichts. So, nix. Ne? Hier. Zur Not, wenn ihr euch nicht sicher seid, das Ding draufhalten. Rechte Maustaste, klappt das auf. Und da ist nix. Wir sehen jetzt hier nichts, sondern darunter müssen wir jetzt hin. Ne? Sieht ein bisschen aus wie einer, ne? Ist nix. Ne? Nö, nö, nö. Ich sage das immer so, dass es nicht verloren geht. Man kann auch die Taste halten, ne? Das Multitool liegt auf der 4. Und wenn man die gedrückt hält, müsste man es. Oder was mit R, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Blup. Na, das ist auch nichts. Nicht stecken bleiben hier. So. Eine Zeit lang waren Höhlen richtig verbuggt, da konnte man gar nicht rein. Von stecken geblieben und bah, so durch den Planeten durchgefallen. Zack. Ne? Schon wieder so komische Fässer rum. Wer hat ihn nur hier reingeschleppt? Platz. Oh ja, 25% Rucksack sind voll. Geht noch was rein, ne? Guti. Da ist kein Steinchen. Also runter. Hüpf. Deswegen nehme ich auch gern die Monde, wenn ich in Höhlen gehe. Weil hier fällt man nicht so doll. Das. Die Wahrscheinlichkeit von Fallschaden geringer. So, gucken wir mal hier auch nach links. Ne? Müssen uns ja eh umsehen hier, weil dass da keiner rumliegt. Hier könnte zum Beispiel einer liegen, aber das war wohl bloß mal ein kurzer Aufenthalt hier. So, ne? Da oben ist da was. Ich sehe da was. Da. Könnte sein, irgendwas. Ah, nein, nein, okay. Bewegt sich gar nichts. So, jetzt aber. Da rechts, das zweite von unten. Das sind 10 Stückchen, soll da drin sein. Vielleicht auch Overload. Alles nur haben. Ne? Schön eingepegelt. Nichts zu weiß, man da.
Das war schon ein bisschen zu weit runter. Oh, ging das hin? Oh, stimmt, ey. Als du es doch mal wohl macht. Zieh mal mit, Heinz. Zwei. Drei. Vier. Bäh. Nein, nicht inspektieren. Bäh. Wo ich jetzt mit Zahlen 4? Also 5? 6? Sag ich mal. Acht. Ja. 9? Und Nummer 10 ist wahrscheinlich weggeglitscht. Wo liegt hier rum? Da, Nummer 10, wisst ihr? Wenn ich mich nicht verzählt habe. Gut. Boah, die Zeit rennt aber ganz schön. Ein paar Minuten mache ich noch, dann machen wir einen Schnitt. So, hier geht es auch nur hier runter. Also gehen wir hier weiter. Immer schön den Weg merken, wo ihr rein seid. Denn manchmal gibt es mehrere große Räume da unten und dann kann man sich leicht verlaufen. Wenn einem dann der Sauerstoff ausgeht, das ist ungünstig. Das ist Steinchen, oder? Und der hat grünes, das ist hier das Dollewind. Lass ich liegen, ist nichts wert. So, nicht so viel. So. Bevor wir da hochgehen. Gehen wir mal hier weiter gucken. Ja. Alle hüpf. Ja, oder? Ist da irgendwas? So. So, hier rechts kann man unten drunter durchkrauchen, ne? Haben wir noch Sauerstoff? Ja, schaut gut aus. Ne? Boah, muss ich da irgendwie in den Dunkel halt gewöhnen, ne? So. Da kommen wir her. Dort würde es weitergehen, aber wir gucken erstmal nach links, würde ich sagen. Ne? Auf ein Steinchen finden, ob da was ist. Und außerdem. Ist die Zeit langsam für die Folge rum? Das ist wieder ein Dolewen. Das grüne Gelumpe. Das will ich aber nicht haben. So. Ja, hier geht es auch nicht weiter. No?
Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und in der nächsten Folge krauchen wir da durch.